Schönen guten Tag, sehr verehrte Freunde der leichten Unterhaltung. Neues aus Amazonien. Ich befinde mich hier auf der Hochebene von Paso Doble an einem Nebenarm des Rio Negro. Den Namen Paso Doble trägt diese Hochebene da auf diese Hochebene der Amazonas sowie der Rio Negro durchfließen. Paso Doble. Ja, und wir sind heute hier, um die Frage nach einer wichtigen Vokabel zu klären. Was sagt der Bewohner Amazoniens, wenn er in seiner Hütte sitzt, zu seiner Frau und aber rausgehen möchte, spazieren? Und um dies zu klären, gehen wir mal hier rüber und befragen einen Bewohner Amazoniens, ein Mitglied der indigenen Völker. Und da sind wir nun und haben unseren Indianer gefunden. Er guckt etwas hilflos in der Gegend umher und wir werden ihn jetzt gleich fragen, was er sagt, wenn er in seiner Hütte sitzt und seiner Frau mitteilen möchte, dass er doch rausgehen will spazieren. Also, was sagen Sie zu Ihrer Frau, wenn Sie rausgehen wollen, spazieren? Ja, Sie, genau Sie. Manaus.